Sehr geehrte Frau Morozova, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen draußen an den Datenendgeräten. Was heute hier aus dem Stadtrat kommt, ist hoffentlich ein breites, ein überzeugtes Zeichen der Hoffnung, der Solidarität und auch der Stärke und der Lebendigkeit der Zivilgesellschaft. Ich danke der FDP für den Antrag und Herr Zastrow hat es ja schon skizziert. Ich möchte nur kurz ausführen, was unser Ergänzungsantrag zum Wesen hat. Das ist zum einen der eine Punkt, dass wenn da schon drei Busse hinfahren, dann müssen die ja nicht Luft transportieren, die können ja Sachen mitnehmen. Und es gibt ja eine große Hilfsbereitschaft in Dresden. Also es geht nicht darum, dass wir als Dresden was kaufen und in die Busse tun. Es geht darum, dass wir die Hilfsbereitschaft, die in Dresden ist, dass wir die mit den Bussen transportieren nach Butscha in die Ukraine. Und der zweite Punkt unseres Ergänzungsantrags ist, dass wenn wir jetzt schon über 8.000 Menschen aus der Ukraine hier in Dresden haben, wenn wir das auch, sage ich mal, sehr gerne tun, gerne im Sinne von, dass wir gerne helfen und sich natürlich dann Bindungen bilden, sich natürlich, man sich überlegt, wie die Zukunft sein soll, dass wir dann daraus auch etwas Festeres machen. Das muss nicht jetzt eine Städtepartnerschaft sein, das kann eine sein, aber es sollte eine Partnerschaft sein. Und so wie unser Antrag formuliert ist, so wie wir uns das vorstellen, ist es nicht gedacht, dass wir top-down, dass wir jetzt sagen, wir suchen uns eine Stadt aus, sondern es geht darum, zusammen mit der ukrainischen Community zu überlegen, welche Art der längerfristigen Partnerschaft man will, ob man das mit mehreren Regionen will, ob man das mit Butscha will, ob was also geht. Es ist hier ein Bottoms-up-Ansatz in einem sehr schönen Antrag gegossen. Und so hoffe ich, dass wir jetzt ein starkes Zeichen für Hoffnung, für Solidarität und für eine lebendige und starke Zivilgesellschaft leisten können. Dankeschön.